Die Herausforderung von so einer Digitalkonferenz ist halt, dass es nicht mehr eine reine Social-Media-Konferenz sein kann, sondern dass du mittlerweile eine unheimlich große Bandbreite brauchst von Themen. Also heute, die Eröffnungskonferenz zum Beispiel, ging es um Machine Learning, Deep Learning, wie wir quasi die Roboter ausbilden, wie wir die Maschinen ausbilden, damit die dann unsere Marketing-Automatismen übernehmen. Aber mit der Perspektive auch, dass wir dann als Menschen wiederum später von diesen Maschinen lernen können, weil die Dinge einfach effizienter machen mit ganz anderer Methodik und dieses Trial-and-Error-Prinzip viel schonungsloser beherrschen als wir Menschen, die wir manchmal in irgendwelchen Organisationen gefangen sind und uns vielleicht auch mal nicht trauen zu scheitern. Also das ist so ein Bereich. Der andere Bereich ist natürlich, das dann sehr, sehr konkret umzusetzen, diese Algorithmen, die ja teilweise schon 30, 40 Jahre alt sind, wie wir heute erfahren haben, die dann in die Tat umzusetzen mit den jetzigen Methoden, also Marketing-Automatismen oder Alexa-Skills, die hier auch heute präsentiert wurden. Und jetzt aber eben auch in die nächste Ebene noch zu gehen und zu fragen, was definiert uns als Mensch, also wo müssen wir kreativ sein, wo müssen wir aus der Box rausdenken, wo brauchen wir unsere Kommunikationsfähigkeiten mit anderen Menschen und wo können wir eben das eigene auch von Maschinen künftig ergänzen lassen und wo lernen wir als Menschen wiederum von der Maschine. Also klingt erstmal nach Raketenwissenschaft, wenn man es aber so ein bisschen sortiert, ist es relativ klar auf der Hand und jetzt geht es einfach nur wieder darum, machen.